Opala. Ihr habt mich gar nicht gehört. Und dann und habe ich so einen Schnuppen und das hört ihr dann, weißt du? Sehr geil, sehr, sehr geil. So, gut. Ödnis von Durhang. Durtang. Einführung, neues Gebiet. Und wenn du diesen Auftrag beginnst, betrittst du ein neues Gebiet. Über die Karte kannst du jederzeit nach Udun zurückkehren, indem du eine Schnellreise nach durchführst. Jedes Gebiet besitzt seine eigene Armee. Okay. Der Bote. Mach dich bereit, Nitariel hinter den feindlichen Linien ins Herz Mordors zu begleiten. Let's go! Der Geruch von frischem Fleisch lockt stets die Wildtiere herbei. Und die streifenden Rudeln umher. Wir sollten gehen. Sofort. Die Königin wird froh sein, dich zu sehen. Lady Marvin, Königin des Meeres. Mutter? Der gefallene Waldläufer des Schwarzen Tors. Komm her. Eure Tochter sagt, ihr hättet etwas für mich. Nicht für dich, Talion. Es bleibt nicht viel Zeit. Schon bald wird der dunkle Herrscher mit seiner Armee ganz Mordor einnehmen, aber eine starke Macht kann erweckt werden, um ihn aufzuhalten. Bin ich deshalb hier? Begib dich zu Morgoths Narbe. Entwende das Elbenwerk von den Ghulen und finde den Zwerg. Halte durch. Welches Leid plagt deine Mutter? Niemand weiß es. Seit ihren Reisen geht es ihr noch schlechter. Gibt es kein Heilmittel? Es gab eins. Doch unser Lager wurde überrannt. Dir, Hael, krabbelt jetzt, Talion. Er kommt schon halb die Stufen des Narkost hoch. Eines Tages wird er sie hochrennen. Ein mutiger Waldläufer Gondors sein. Oder ein Steinmetz. Oder Musiker. Genau. Er wird Gondor beschützen. Mit einer Flöte. Ich muss den Weg zu Morgoths Narbe finden. Womöglich können wir die Spur der Ghule an der geplünderten Karawane, die wir sahen, zurückverfolgen. Finde der verwüstete, die verwüstete Uruk-Karawane. Okay. Geh mal auf die Karte. Ui, okay. Und etwas. Obwohl, das ist das gleiche Gebiet nochmal, oder? Bräuchte das. Bin mir gerade nicht sicher. Bitte vier Ratten. Egal. Egal. Egal.
So ist das. Wir sind im neuen Gebiet angelangt. Finde ich gut. Und gar nicht so schlecht. Ach, falsche Taste. So. Ja, wir gehen erstmal zum ersten Turm. 700 Fuß. Sieht aus. Warte, was müssen wir sammeln? Inuyal und Alferin. Gesundheit, würde ich sagen. Und verzieht euch. Geht weg. Ihr ollen Versorger. Ich mit euch. So, wir hauen mal auf den Amboss und gucken, was passiert. Sehr gut. Mein mir unbekannter Schaustellen. Ist dies nun mein Erbe? Ja. Was haben wir hier? Itildin. Itildin. Ja. Fast richtig ausgesprochen, würde ich sagen. Woher kennt die Königin deine Vergangenheit? Das uralte Wissen ist überall, doch nur für Geisteraugen sichtbar. Sie kann in beide Welten blicken. Vielleicht wird sie uns dann zeigen, was wir suchen. So, da. Nanichir, Gelaia Mordor. Naudani. Ngaurot. Ngaurot. Gesundheit. Diese Sprache, ne? So, okay, das scheint eine Höhle zu sein hier oben. Was haben wir hier? Ein Questgebiet. Ein Artefakt. Holen wir uns alles. Direkt erstmal weglooten hier alles. Alles, was es gibt, weglooten. Die Natur gedeiht enorm. Nie hätte ich gedacht, so viel Leben in Mordor zu sehen. So plant der dunkle Herrscher, seine Armeen zu ernähren. Was mit Pflanzen? Will er, dass das alles Veganer werden? Oder dass die ganzen Uruks und Orks? Klingt irgendwie unglaubwürdig. Muss ich sagen. Rituelles Trinkgefäß. Dieses Trinkgefäß wurde von den freien Menschen von Nurn in vielen Ritualen verwendet, darunter auch Weihen und Eheschließungen. Traditionellerweise wurde das Gefäß mit dem bitteren Wasser des Nurnenmeers gefüllt, welches dann als Segen auf ein Objekt oder eine Person oder als Dank auf den Boden gegossen wurde. Seit Königin Marvins mysteriöser Krankheit wird das Gefäß für immer bizarrere und beunruhigendere Rituale verwendet. Ed, jetzt gibt man der Königin die Schulter dran, oder was? Ist auch nett. Da. Bei den weißen Wassern des Flusses Anduin, bei den vielfältigen Farben brennen sie so hell. Möge Nurnen nun auf Marvin blicken, auf meine Gabe der zweiten Sicht. Mögen die Elemente von Erde, Feuer und Luft ein Tor in die unsichtbare Welt bilden, Geister von Valinor. Hört mein Gebet und gewährt der Königin der Küste neue Kräfte. Klingt normal. Also irgendwie. Diese Stammesbrüder vermochte es, deine wahre Gestalt zu erkennen. Sie will den Schmied der Ringe der Macht erwachen sehen. Dir selbst einzuteilen. Ich überlege mir, den Schmied dazu zu überreden, meinen Kopf mit Eisenstacheln zu überziehen, falls der Waldläufer auf mich raufspringen will. Na, mach doch. Dann mach das doch. Der Schmied wird bestimmt nicht sagen, nö, mach ich nicht. Du bist der Ork, das kann ich nicht mehr tun. So. Mein Juckt.
Hurensohn. Warum? Das war doof. Kollege, ich bin dein Herr und ich entscheide, dass du ein Idiot bist. So. Artefakt. Frolums Ring. Dieser Ring wurde dem unglücklichen Banditen Frolum von seiner Frau als Symbol ihrer unsterblichen Liebe geschenkt. Er wurde nach Frolums Gefangennahme durch die Scheren des dunklen Herrschers mit Gewalt zusammen mit seinem Zeigefinger von Frolums Hand abgerissen. Sauron quälte Frolum mit diesem Ring, sodass dieser seine Kameraden verriet. Ned. Was ist das jetzt? Irgendein lausiger Bandit, heißt wohl Forlun oder Gorfab oder sowas. Er schrie nach seiner Frau. Die Jungs haben sich ein wenig um ihn gekümmert. Mehr als ein wenig. Ist er tot? Nee, die Jungs wussten doch, dass du sicher mit ihm reden wolltest und haben ihn verschont. Dieses Stück Dreck weiß vielleicht, wo sich seine Diebeskumpels verstecken. Durchsucht ihn. Nehmt den Ring und gebt ihn dem Herrn. Ihm gefällt solches Zeug. Und wenn er aufwacht? Ja. Was dann? Reife. Gut. Okay, die zwei gehören da auf jeden Fall noch zu. Gut. Gibt es nichts, was diese Uruks nicht schänden würden? In ihren Augen ist Schönheit nur dazu da, um vernichtet zu werden. Gelb und weiß. Ich glaube, das war schon hier ganz richtig. Neue Pflanzen, glaube ich, ne? Oder? Geht doch nicht. Das wäre neu. Gelb in Sternenform. Keine Schlacht kann ohne Krieger gewonnen werden. Und unsere Krieger sind zäher als andere. Alter, ich wollte gerade sagen, geh doch da vorbei, Mann, Junge. Jo. Wir müssen nach links. Wieder runter. Verdammt.
So viele tote Uruks. Ich sollte den Ghulen danken, bevor ich sie töte. Ghule sind Aasfresser. Sie rauben alles, doch lassen eines zurück. Ich muss den Spuren des Ghuls folgen. Gut, da ist unsere Spur. Eines Ghuls? Okay. Es ist gedacht, dass da mehr sind. Oder ist das vielleicht Gollum? Aber Gollum ist ja kein Ghoul. Wie führen wir Marvin Speer zum... Lieber weg. Nein. Achso. Oh, ich habe gerade gedacht, er springt zu tief. Aber okay. Jetzt wäre er fast so tief gesprungen. Guter Mann, er hat's nicht getan. So. Dieser Boden ist mit Blut befleckt. Dann muss dies wohl Morgoths Narbe sein. Ich kenne diesen... Ah, okay. ...garstigen Gestank. Nachtgeschöpfe. Im Herzen der Gefahr ist Schleichen meine beste Waffe. Ups. No Grimbas. Hobbits lieben Pilze. Da sie in der Pilzkunde sehr bewandert sind, würden sie jedoch No Grimbas niemals essen. Dieser faulig schmeckende Pilz ist ganz und gar ungeeignet für Speisen. Er ist veressbar und machen satt, aber das war's auch schon. Die Zwerge nutzen No Grimbas als Rationen für ihre Truppen bei Langmärschen und auch nur dann nur als letztes Mittel. Deshalb wird es manchmal als Brot der Zwerge bezeichnet, was eine Beleidigung für Brot wie Zwerge gleichermaßen ist. Die Kappe des Naugrimbas kann bei Verbrennungen aufgelegt werden und ihr Verzehr erhöht kurzzeitig die Ausdauer. Ansonsten überlässt man diese Pilze besser den Orks oder vielleicht doch verhungernden Ghulen. Nett. Ich bin gespannt, hier wo uns oben das... bleibe ich ungesehen. Wenn das alles hinführt hier. Die Flammen so sehr wie das Licht. Das könnte mir von Nutzen sein, wenn sie uns überwältigen wollen. Irgendwann bestimmt. Mindestens auf dem Rückweg.
Alter. Noch ein Angriff und diese Höhle wird mein Grab werden. Ha? Eine Schatzkammer. Dein Erbe muss sich dort befinden. Schauen. Gefertigt von Drohnenherrscher ist selbst. Das Blut meiner Familie haftet noch immer daran. Der Hammer. Yay. Gondor, was ist das für eine Kreatur? Eine Gru-Matrone, kennst du? Seht mich gar nicht. Der Sturm ist verflogen. Die Gefahr jedoch noch nicht. Wir müssen dieser Dunkelheit entfliehen. Diese Flammen werden sie aufhalten. Wir müssen ihn rechtzeitig erreichen. Uiuiui. Ich habe vergessen, mich auszuschalten. Auch gut.
Wolltest du deine militärische Karriere im Bauch eines Ghouls beenden? Ich bin Tovin, der Bestienjäger. Und wenn ich mich nicht irre, hast du dir meinen Schatz geschnappt. Ich bin dankbar für die Unterstützung. Doch ein Anrecht auf dieses Stück gibt's hier dir nicht. Behalt es! Ich habe etwas viel Wertvolleres gefunden. Und was soll das sein? Mein neuen Jagdkumpan. Was du jagst, interessiert mich nicht, guter Zwerg. Auch nicht, wenn es dich zu dem Meißel führt, der zu diesem Hammer passt? Jede Beute hat ihren Köder, nicht wahr? Deiner ist eben nur ziemlich alt. Also, falls dich die Jagdlust erfasst, mein Lager ist nicht weit. Finde den Zwerg. Erzähl mir von deiner Vision, Celebrimbor. Mit dem Wissen, das er mir gab, schmiedete ich heimlich die drei Ringe. Wasser, Luft und Feuer. Okay. Aufträge verfügbar. Entdecke das Wissen Könige Marvins. Okay, wir gehen aber erstmal in die Höhle. Und Appendices. Gehen wir mal rein. Natur. Poolmatron. Hä, da haben wir doch schon mal gegen gekämpft. Warum wird er nochmal angezeigt? Diese giftspeienden Ghule sind größer als ihre Artgenossen und erreichen eine Höhe von bis zu 9 Fuß. Sie setzen ihre Größe hauptsächlich dazu ein, niedere Ghule zu schikanieren und einzuschüchtern, um sie gefügig zu halten, und fungieren als Nestanführer ihrer Art. Sie lechzen kontinuierlich nach ungeheuerlichen Mengen an frischem Fleisch und warmem Blut. Viel mehr, als es gewöhnliche Ghule tun. Dazu scheuchen sie die kleinen Ghule immer wieder aus der Sicherheit ihrer widerlichen Untergrundnester hervor, damit sie noch mehr saftiges, frisches Fleisch herbeibringen. Nett. Was haben wir noch? Eine große Bestie. Um das hingesehen. Große Bestie. Ein Ungetüm dieser Größe kann wahrlich als gigantische Bestie bezeichnet werden. Die sind womöglich entfernte Verwandte der Mumakil, können bis zu 35 Fuß groß werden und sind ausgezeichnete Lastentiere für Armeen des dunklen Herrschers. Sie sind so stark, dass kein Wesen, außer vielleicht ein Graug oder eine große Gruppe Karagor, sie zur Strecke bringen könnte. Im kommenden Krieg werden sie für den dunklen Herrscher als Transportmittel und Waffe unersetzlich sein. Okay. Noch mehr. Alles klar. Karandol. Dieser kleine, weithin sichtbare und blutrote Pilz ist eine beliebte Zutat für Suppen, Eintöpfe, Kasserolen, Kuchen, Pasteten, Kekse, Streusel, Brote und Süßspeisen. Kann aber ebenso gut als eigenständige Mahlzeit zubereitet werden, als Geschmacksverstärker oder als Farbstoff für Speisen und Kleidung verwendet werden. Als Medizin lassen sich Karandol ebenso vielseitig verwenden. Seine beste Eigenschaft ist hierbei die Verstärkung der Wirksamkeit eines Trankes oder einer Medizin bei einem bestimmten Individuum. Diesen Pilz findet man häufig auf dem modrigen Böden von Mordor und im Düsterwald, wo er im schützenden Schatten von Bäumen wächst. Personen. Sauron. Der dunkle Herrscher Sauron beansprucht Mittelerde als sein alleiniges Herrschaftsgebiet. Nur er hat die Macht, Ordnung wiederherzustellen und den stetigen Verfall der Welt seit der Abkehr der Valar aufzuhalten. Zur Erhaltung der Welt täuschte er den Elben Celebrimbor, sodass dieser die. Zur Erhaltung der Welt täuschte er den Elben Celebrimbor,
sodass dieser die Ringe der Macht für ihn schuf. Anschließend entstand der eine Ring, der alle anderen beherrschen konnte. Sauron wurde von Celebrimbor verraten, als dieser drei weitere geheime Elbenringe schmiedete. Wutentbrannt verschleppte er Celebrimbor zurück nach Mordor, um ihn zu zwingen, eben diese drei Ringe zu offenbaren und den einen Ring weiter zu vervollkommnen. Wutentbrannt verschleppte er Celebrimbor zurück nach Mordor, um ihn zu zwingen, eben diese drei Ringe zu offenbaren und den einen Ring weiter zu vervollkommnen, wurde jedoch erneut der Gang. Um ihn weiter zu vervollkommnen. Das klingt irgendwie komisch, oder? Nach einer Niederlage gegen den Weißen Rat in Dul Guldur wurde er in die Ruinen seines Turms nach Mordor verjagt. Doch er ist entschlossen, dass dies seine letzte Niederlage sein wird. In Mordor sammelt er seine Kraft für die bevorstehende Eroberung Mittelerdes. Niemand hat die Macht, sich ihm in den Weg zu stellen. Ich wäre mit der Aussage ein bisschen vorsichtig.